22. September 1945 in Heidelberg geboren. Sie absolvierten von 1959 bis 1962 eine Ausbildung zum Werbedisplaygestalter in Mannheim. 1963 jobbten sie in Berlin als Drag Queen, Barkeeper, Lebensmittelverkäufer und. 75 Jahre René Koch heißt? Tja, 75 Jahre ist eine lange Zeit. Also, der Krieg war gerade mal vorbei, als ich geboren wurde. Und dann gab's das Wirtschaftswunder. Als Kind hatten wir natürlich viele Entbehrungen, aber das ging dann alles. Meine Mutter war Schneiderin und Hutmacherin. Und so habe ich als kleiner Junge schon von der Mode und von der Schönheit der Frauen profitiert und bin dann nach Berlin gekommen, 1963, zum Schüleraustausch. Und da wusste ich, nein, hier bleibe ich, das ist meine Stadt und hier gehöre ich einfach her. Und somit bin ich jetzt über 50 Jahre in Berlin. Und übrigens, so lange kenne ich auch Udo Walz. Ja, also. Und dann fing ich an, hier in der Nachbar zu arbeiten als Travestiekünstler. Habe mir die Kostüme selber gemacht, mein Make-up, meine Haare. Also ich war quasi die erste Drag Queen, lange vor Olivia Jones und Nina Quea. Und natürlich mit Gloria Viagra. Die Berliner Drag Queen Größen. Und ich habe natürlich, war kein Travestiekünstler, so wie die anderen im Genou oder bei Romy Haag. Ich wollte nie eine richtige Frau sein, eigentlich eine Überfrau. Also zwei Perücken übereinander, Vögel auf dem Kopf, alles übertrieben. Und die Knefe hat immer zu mir gesagt, du bist a woman in a half, also anderthalb Frauen. Und nachdem ich gemerkt habe, wie gut das ankam in den Berliner Clubs und vor allen Dingen auch bei den Frauen, die immer kamen und sagten, mein Gott, wie hast du diesen Mund geschminkt und deine Wimpern und die Haare und kannst du mir da Tipps geben? Und so habe ich einen Beruf daraus gemacht, bin zur Kosmetikschule gegangen und habe natürlich das von der Pike auf gelernt, aber damals gab es halt kein BAföG, so wie heute. Ich musste noch tagsüber im Lebensmittelladen arbeiten, in Lichterfelde, am Hindenburgdamm, in einem Tante-Emma-Laden, würde man heute sagen. Und abends bin ich zur Kosmetikschule gegangen. Also das war natürlich Stress pur, aber wie man sieht, es hat sich gelohnt. Wie ging es dann weiter? Also, das war dann so. Ich hatte meine Ausbildung fertig und dazu muss ich noch sagen, ich war der erste männliche Kosmetiker überhaupt. Das war ja ein Frauenberuf und es war gar nicht mal so einfach in Berlin einen Ausbildungsplatz für mich zu finden. Aber das hat dann irgendwie alles geklappt und da wurde ich dann von Charles of the Ritz entdeckt und ging 1970 nach New York ins Mutterhaus von Charles of the Ritz und wurde dort zum Visagisten ausgebildet. Also noch weiter als Kosmetik, sondern die ganze dekorative Kosmetik, der ganze Luxus. Und für Yves Saint Laurent habe ich für die großen Firmen gearbeitet und ich war dann 21 Jahre für Charles of the Ritz und Yves Saint Laurent tätig in verschiedenen Ländern und habe dort die Make-up-Looks gezeigt, Repräsentationen gemacht, Modenschauen geschminkt und natürlich all die großen Stars. Claudia Schiffer, die Kniff, ganz klar, Shirley Bassey, Shirley MacLaine, Dalida, Eartha Kitt. Also alles diese Diven aus meiner Zeit. Und ja, und ich finde, die Diven sind ja nicht tot zu kriegen. Also ich sage immer, Diven sterben nie und hier bei mir im Museum kann man nochmal alles erleben von all den großen Diven, von Marika Röck, Zara Leander, ja, all diese ungewöhnlich tollen Frauen mit ihren tollen Make-ups, mit ihren tollen Kleidern und ihren Haaren und ihrem Styling. Und das lasse ich noch einmal hier aufleben und das macht irre viel Spaß. Also es ist mein Leben und meine Geschichte und die möchte ich auch weitergeben, das ist mein Anliegen. An junge Leute, an junge Visagisten, Kosmetikinteressierte. Es kommen Seniorinnen hierher, eigentlich alles, die dann immer sagen, mein Gott, das war aber eine schöne Zeit. Also lange von Corona und Co. Das war noch alles wunderbar. Wir konnten hier noch mit Champagner, mit Kaffee und mit Kuchen schöne
Beauty-Nachmittage machen, was im Moment leider ein bisschen eingeschränkt ist, aber in kleinen Gruppen und mit Abstand darf ich das natürlich auch weiterhin. Wie sieht es mit Corona und Lippenpflege unter der Maske aus? Also zum Beispiel gerade unter der Maske ist es ja so, man hat immer die Maske auf und dann denken die Frauen, ja, ich brauche ja jetzt gar keinen Lippenstift, man sieht es ja gar nicht. Doch, man sieht es, man fühlt es. Ich finde, eine Frau, die die Lippen schön geschminkt hat, fühlt das. Es ist so ähnlich, wie wenn Frauen schöne Dessous anhaben. Man sieht sie nicht, sie hat ja ein Kleid drüber oder eine Hose. Aber sie fühlt, dass darunter alles stimmt. Und so ähnlich ist es eben mit der Maske auch. Und ich habe ja in vielen Ländern Frauen geschminkt, auch in arabischen Ländern. Und ich muss sagen, selbst hinter der Vollverschleierung, diese Couture arabischen Prinzessinnen, die ja eigentlich schon normalerweise verschleiert sind, die sind auch hinter ihrer Verschleierung großartig geschminkt, sehr schön, tragen schöne Couture-Kleider. Und ich finde, es gibt doch nichts Besseres, wie wenn auch die Frau nach Hause kommt, nimmt die Maske ab und der Mann sieht jetzt einen schönen Mund, einen leuchtenden Mund, einen strahlenden Mund oder vielleicht im Restaurant. Im Restaurant oder in einer Bar können wir ja die Masken abnehmen. Das heißt, man nimmt die Maske ab und das Gegenüber sieht jetzt entweder ein Gesichtsnackedei, also man sieht FKK im Gesicht, oder man sieht trotzdem einen hübschen, schönen Mund. Und da möchte ich mal sagen, es gibt eine neue soziologische Studie. Frauen, die rote Lippen haben, werden 7 Sekunden von einem Mann betrachtet, die nichts haben, also nur Nudel-Look, nur 2 Sekunden, also 5 Sekunden mehr Chance hat die Frau mit roten Lippen von einem Mann angeguckt zu werden. Also das können die 5 Sekunden ihres Lebens sein. Herr Koch, die größten Fehler, die ältere Menschen machen können. Der größte Fehler ist, wenn man älter wird, ist es, dass man denkt, man kann es nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Man kann alles, man kann es nur anders, ja, aber eben seinen Kräften entsprechend. Aber der größte Fehler ist, nichts zu machen, sozusagen. Ich mache nichts mehr, es sieht ja keiner mehr, es kümmert sich keiner um mich, ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Doch man schafft es. Ich merke das ja bei mir mit 75 Jahren. Also wer rastet, rostet. Ich stehe jeden Tag auf, mache mein Museum, mache meine Einkäufe, Pressekonferenzen, kreiere noch Make-up-Looks, mache bunte Nachmittage, kümmere mich um Seniorinnen und habe jetzt quasi eine neue Plattform gegründet. Die heißt Happy Aging statt Anti-Aging, weil ich finde Letzteres, also Anti-Aging, ist eine Altersdiskriminierung und ich finde, das gehört abgeschafft. Also ich finde es einfach gemein, immer gegen das Alter zu sein. Warum? Sind wir doch mit dem Alter. Mein Gott, nee, mit 75 Jahren muss ich fröhlich sein jeden Tag. Deshalb kann ich nur Happy Ager sagen, Golden Ager, ja, Pro-Aging, all das Positive. Aber bitte kommt mir nicht mit Anti-Aging, das gibt's bei mir nicht. Was ist besser, Dating-Plattform oder Club? Das ist egal. Club ist schön. Also im Moment ist natürlich durch Corona das Daten auf dem Handy oder auf dem Computer einfacher. Aber ich bin ja noch altmodisch. Ich kenne das alles noch von früher. Ich gehe gerne noch in die Clubs. Und gut, dann heute mit Maske oder eben mit Vorsichtsmaßnahmen und mit Abstand. Aber nur zu Hause sitzen ist langweilig und nur Fernseh gucken und auf dem Sofa meine Zeit zu verbringen. Also nein, dafür bin ich dann doch noch zu jung. 75 ist natürlich doch gar kein Alter mehr heute. Wir 75-Jährigen sind eigentlich alle die 65-Jährigen. Heute sind wir alle 10 Jahre, 15 Jahre, kann man abstreichen. Und ich sehe das bei den Frauen, ne? Die zu mir kommen und ich sehe, mein Gott, was sind sie, 70, 75, guck dir an Jane Fonda, über 80, all die Diven, ja, das ist doch wunderbar, das ist doch nicht mehr so wie früher. Meine Oma, die mit 80 hatte graue Haare, ein Dutz hinten und eine Kittelschürze
und ewig ein Taschentuch in der Kittelschürze, um ihre triefende Nase abzutupfen. Nein, ich finde, eine Frau oder auch ein Mann, wir können heute mutig sein, wir haben die Informationen durch die Medien, es gibt auch ein großes Angebot, eben für Happy Ager. Und nein, unterkriegen auf gar keinen Fall. Und älter werden ist ja nichts, ist ja keine Krankheit. Es ist ja auch nichts Schlimmes, sondern älter werden kann auch ganz viel Spaß machen. Und deshalb kann ich immer wieder nur sagen, Happy Ager, macht Reisen, geht raus, schick essen, kauft euch ein schönes Kleid. Man ist keine schlechte Oma, wenn man dem Enkel mal sagt, nö, Oma denkt heute mal an sich, Oma kauft sich mal ein paar neue Schuhe oder eben auch mal einen neuen Lippenstift. Also, man ist keine schlechte Oma, wenn man auch an sich denkt. Sie haben so schöne Hände. Wie machen Sie das? Ja, aber irgendwo habe ich natürlich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, nicht? Ja, also ich war eben kein großer Sonnenanbeter. Ich habe immer versucht, in der Sonne, das habe ich von meiner Mutter, die im Garten gearbeitet hat, also ich komme ja vom Land, Handschuhe getragen oder Sonnenschutz. Und das mache ich auch heute noch. Also ich vertrage auch die Sonne nicht so gut. Und deshalb bin ich auch vorsichtig, was Sonne angeht, aber ich kann nur sagen, die Hände schützen. Schützen ist das Wichtigste. Deshalb, das gilt vor allen Dingen auch für Männer, wenn die Herren oben wenig Haare haben, Männer haben ja oft weniger Haare, dann den Hut aufsetzen in der Sonne. Nicht spazieren gehen und die Sonne da drauf knallen lassen. Dann bilden sich diese lichtreflektierenden die Lichtdermatosen, also das Licht brennt ja dann da dieses Melanin ein in die Haut. Es ist der Farbstoff, der dunkle Farbstoff. Und dann kriegen wir Altersflecken und daraus kann auch Vorstufen von Krebs entstehen. Also schützen ist eben, ja, schützen, das kenne ich eben von Kind an. Dann kamen ja die 80er, da kamen ja AIDS, da mussten wir uns schützen mit Kondom. Und jetzt schützen wir uns mit der Maske wegen Corona, also safe, ist immer schon irgendwie, trägt sich das durch ein Leben. Und man muss eben aufpassen. Und wir stehen ja auch an der Ampel und warten, bis es grün wird und gehen nicht bei Rot rüber. Auch da schützen wir uns. Und ich denke, das gehört auch zum Leben dazu, dass man weiß, wann muss ich mich schützen und wann kann ich auch mal loslassen. Mache ich auch. Also, habe auch Fehler gemacht. Aber die Fehler, ja, manchmal ist eben so ein Fehler, dann muss man ihn bereuen hinterher. Aber die Kniff singt ein schönes Lied, das heißt, das ist gut, dies weiß man meistens hinterher. Also, auch wenn man manchmal denkt, ich will es jetzt nicht machen, aber vielleicht ist es doch gut. Und wir wissen es hinterher, dass wir die Krise so gut überstanden haben. Und ich denke, Deutschland kann sich nicht beschweren. Aber jeder muss natürlich für sich entscheiden, wie mache ich das? Und somit bin ich auch gut durch die schwere AIDS-Krise gekommen. Damals hieß es für uns ja auch schützen. Und Rita Süssmuth, die war damals Gesundheitsministerin und die hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe letztens sie gerade getroffen und da habe ich ihr nochmal das Kompliment gemacht. Ich habe gesagt, Frau Süssmuth, Sie haben mich so beeindruckt, dass ich in die Berliner AIDS-Hilfe Kuratoriumsmitglied geworden bin und eingetreten bin. Weil sie hat immer gesagt, mit mir gibt es keine Ausgrenzung, mit mir gibt es nur Aufklärung. Und ich finde, das sollten wir auch bei Corona. Wir sollten gucken, dass wir aufgeklärt werden, aber nicht ausgrenzen. Herr Koch, was für ein Verhältnis hatten Sie zu Hildegard Knef? Ja, zu Hildegard Knef hatte ich natürlich ein sehr dolles Verhältnis. Erstens mal hat sie den gleichen Humor wie ich, diesen Berliner Humor. Also Hilde ist ja zwar nicht in Berlin geboren, aber in Ulm, aber sie kam schon als Baby hier in Schöneberg mit ihrer Mutter in die Leberstraße und da ist sie groß geworden. Und Hilde hat diese Berliner Schnauze, aber mit ganz viel Herz. Und das Lustige ist immer, wenn ich dann kam und musste ich ja diese drei Paar Wimpern da ankleben, und dann hat sie immer gesagt,
machen wir mal schnell die Dinger dran, dass ich weiß, was vorne ist. Ja, also das war ihr Humor, ja, weil sie immer erst, wenn sie ins Spiel geguckt hatte und die Wimpern dran hatte, war sie eigentlich die Knef. Davor war sie immer Tante Hilde, aber in dem Moment, wo das alles kam, das Make-up, die Wimpern, diese Metamorphose in die Rolle der Knef, wurde sie auch in ihrer Haltung und ihrer Attitüde dieser große Star und die Diva. Und wir haben uns köstlich verstanden. Wir haben viele Reisen zusammen gemacht. Ich habe sie ja dann auch zu Yves Saint Laurent nach Paris gebracht, bei ihrem Comeback 82. Hat er sie neu eingekleidet, weil ich war ja damals Chefvisagist für Yves Saint Laurent. Und da war natürlich wunderbar. Und übrigens, da wollten wir Marlene besuchen. Und Hilde sagte, wir wohnten auch an Avenue Montaigne. Und Avenue Marceau ist um die Ecke des Atelier von Yves Saint Laurent. Und Hilde sagte, wir besuchen Marlene. Und, aber der Pförtner unten sagte, Moment mal, Frau Dietrich empfängt nicht mehr. Hat er oben angerufen? Nein, hat sie gesagt. Und dann sind wir wieder abgezogen. Sie hat zur Knef gesagt, ach, behalte mich doch so in Erinnerung, wie du mich kennst, als Marlene. Und da war ja Marlene schon über 80. Also sie wollte sich einfach nicht mehr zeigen. Kann man auch verstehen, oder? Also jeder muss ja für sich selber entscheiden, wie viel zeige ich von mir und wie viel Seele gebe ich von mir. Und obwohl ich finde heute, 80 ist gar nichts mehr und 90 ist auch nichts mehr. Meine Mutter ist 93 geworden und ja, sah immer noch schick aus. Also ich glaube, ich habe noch eine Weile zu tun. Also, das sind meine Gene. Das ist ja schön. Wenn Ihr Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler würde Sie spielen? Ach, das ist sehr schwer zu sagen, weil es muss ja ein junger... meine jungen Jahre müsste ja ein junger Schauspieler spielen und es wäre dann sowas wie Dorian Gray, also es ist ja so in die Richtung ein junger Helmut Berger, ja, aber es gibt sicherlich heute so viel schöne junge Männer, wenn ich auf die Straße gehe, denke ich oft, mein Gott, sind die alle schön durchtrainiert, haben schöne Körper, nein, das hatten wir doch gar nicht, es gab in Berlin ein Schwimmbad Schöneberg oder Wilmersdorf und da sind wir zum Schwimmen, aber Sportstudios und so, wie das heute alles ist, das gab es ja gar nicht. Also wir mussten eigentlich das ein bisschen so nehmen, wie es kam. Aber trotzdem haben wir irgendwo uns hübsch gemacht und waren auch niedlich und eben auch, es ging uns ja auch damals gar nicht so sehr ums Aussehen, sondern auch ums Politische. Nicht? Ich bin ja auch ein 68er Kind und wir haben ja angefangen, die ersten Christopher Street Days zu machen, eben einfach zu rebellieren und zu sagen, die Welt unserer Eltern, die passt uns nicht mehr. Wir wollten sexuelle Freiheit haben, Gender, die Homo-Ehe. Wir haben den Samen gesetzt für all das, was ja nachher dann Wirklichkeit wurde, aber es dauert halt eben alles. Und, aber wenn man nicht anfängt, dann wird es nie ein Happy End geben. Und wie denken Sie über das Gender-Thema? Also ich finde das Gender-Thema, das habe ich ja schon sehr früh angefangen. Als Kind habe ich mich oft als Mädchen auch verkleidet. Ich war eigentlich gar kein richtiger Junge. Ich habe ja nur mit Mädchen gespielt und mit meiner Mutter und genäht und all diese Dinge. Mein Bruder war Fußballer, das war ein richtiger Kerl. Aber ich war so dazwischen, aber ich habe mich auch durchgesetzt und bin eigentlich auch dadurch stark geworden. Und ich habe quasi mein Coming-out als Mann bekommen. Bei mir war es umgekehrt, nicht? Ich war mädchenhaft und habe mich oft verkleidet und im Röckchen rumgelaufen. Das will ich ja heute alles gar nicht mehr machen. Auch nicht mehr Travestie und keine Drag Queen mehr. Ich entwickle mich so langsam dem Alter entgegen, also zum Mann. Herr Koch, hoffen Sie noch auf Ihre große Liebe? Ja, man darf die Hoffnung nie aufgeben und ich hatte sie ja auch. Also man muss schon dankbar sein, wenn man sie hatte. Ja. Und
Es gibt diesen schönen Satz, wo Hermann Hesse mal gesagt hat, also mit der großen Liebe ist, wenn man sie hatte, wer sie hatte eben, der muss dankbar sein. Man kann sie vielleicht nicht immer halten, doch wer sie wirklich hatte, muss die Hände falten. Also ich hatte meine große Liebe, aber eben auch meine Enttäuschungen. Ja? Und die Männer sind eben alle klar, also alle möchte ich jetzt nicht sagen, aber viele sind ja, gleich. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, oder die Erfahrung habe ich gemacht, ich kriege von den Frauen bei den Lesungen oft, ja, sie haben recht, wo ich geschrieben habe, aus dem Arschloch kann man kein Knopfloch machen. Und das ist halt so. Und man denkt, man kann ihn verändern. Das kann man aber nicht. Also entweder nimmst du ihn so, wie er ist. Ja, es ist so. Herr Koch, hat sich im Laufe der Jahre Ihre Lebenseinstellung geändert? Ja, und es wäre ja auch schlecht, wenn das nicht der Fall wäre, weil es kommen Erfahrungen dazu, es kommen Begegnungen dazu, es kommt Wissen dazu. Ich weiß heute viel mehr wie damals, natürlich auch über die Männer, das ist ganz klar. Und somit ist es eine Bereicherung für mich, dass ich das alles zusammentrage und das ist die Festplatte des Gehirns, hat es alles gespeichert und das kann ich abrufen und somit beurteile oder urteile oder verurteile ich heute alles ganz anders. Nicht mehr so schnell wie früher, sondern ich bin vorsichtiger geworden und so nach dem Motto, erstmal nachdenken, ja, und dann handeln. Haben Sie Angst vor dem Sterben? Nein, Angst habe ich nicht. Ich bin in der Gesellschaft für humanes Sterben schon sehr lange. Mein Vater hatte Parkinson'sche Erkrankungen und ich habe das damals noch alles miterlebt, diese Sichtung. Und das ist ganz schlimm gewesen. Und da habe ich heute noch drunter zu leiden. Das ist in mir reingebrannt wie eine Phobie. Und das möchte ich nicht. Und somit bin ich Mitglied schon seit damals in der Gesellschaft für humanes Sterben. Ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, ich möchte nicht angeschlossen werden an irgendwelche Maschinen, ich möchte keine Magensonde, ich möchte das alles nicht. Ich möchte noch nicht mal, wenn ich jetzt ins Krankenhaus käme, an die Atemmaschine angeschlossen werden und an den Sauerstoff. Dann war's das. 75 Jahre habe ich ein schönes Leben gehabt. Ich blicke zurück und kann nur jeden Tag sagen, ich habe die ganze Welt gesehen, schöne Menschen, alles war wunderbar und ich muss glücklich sein. Und wenn es dann das Ende sein soll, dann ist es. Und dann möchte ich nicht, dass irgendwelche Menschen, die mich gar nicht kennen, einfach sagen, doch, der muss noch leben, das verlängern wir jetzt alles noch. Nein. Dann habe ich auch schon vorgesorgt für. Ich habe vorgesorgt, ja. Ich habe eine Vorsorge. Ich bin eben, wie gesagt, dort in der Gesellschaft für humanes Sterben durch mehrere Anwälte vertreten. Ich habe den immer bei mir, das nennt sich Notfallausweis, der ist in meinem Ausweis und da kann weltweit sofort abgerufen werden per Internet, was ich verfügt habe. Und da muss man sich halt auch dran halten. Und ja, und ich will es auch meinen Freunden und meinem engsten Kreis auch nicht jetzt alles auferlegen, dass die dann sagen müssen, ja, nein, schalten Sie das alles ab und Sie haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil Sie das machen. Nein, ich habe das so bestimmt und ich habe ein selbstbestimmtes Leben geführt. Ich bin energisch und weiß, was ich will und ich möchte auch selbstbestimmt sterben. Herr Koch, Ihre Message an die Politik und Gesellschaft? Einfach, dass wir auch toleranter sind. Allem gegenüber. Demokratie heißt ja auch, ich muss auch was ertragen, wenn es mir selber vielleicht nicht passt. Es bringt auch nichts, es einfach abzulehnen und sagen, das sind alles Idioten, sondern versuchen zu sprechen, versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen. Das mache ich zum Beispiel auch mit vielen Dingen, auch charity-mäßig. Ich bin ja Kuratoriumsmitglied der Berliner AIDS-Hilfe. Ich engagiere mich für Menschen mit schweren Hautanomalien, mit der Camouflage, also Verbrennungen.
schwere Narben. Da mache ich donnerstags, mache ich hier eine ehrenamtliche Sprechstunde. Es kann jeder kommen, sich anmelden natürlich. Ich berate ihn kostenlos, um einfach hier auch zu zeigen, was kann die Kosmetik noch dazu beitragen. Dann habe ich das ertastbare Schminken erfunden, also für Menschen oder Frauen, die blind sind und sich ertasten können. Und das habe ich genau festgelegt, wie man das machen kann. Und es ist zauberhaft, wenn wir hier unsere Nachmittage machen. Am 3. Oktober ist wieder hier kostenlos das ertastbare Schminken, auch die Führung durchs Lippenstiftmuseum, das heißt dann Blind Date, heißen immer diese Nachmittage. Das machen wir mit dem ABSV, das ist der Allgemeine Sehbehinderten- und Blindenverein. Und die Aktion, das kennen die Berliner, heißt ja Berlin leuchtet. Das ist ja die große Aktion. Und wir sagen immer die Aktion Augenlicht bei uns. Und somit mache ich am 3. Oktober, das ist ein Nachmittag, hier kostenlos, sodass Blinde alles ertasten können, jeden Lippenstift anfassen, riechen. Es ist so zauberhaft, wenn sie dann alle, ach, was ist denn das? Das sind Brillanten. Oh, Lippenstift mit Brillanten. Oh, der riecht da Erdbeere. Oder der riecht schon ranzig. Ich sage, ja, der ist ja auch 50 Jahre alt. Also das dürfen die alles dann in dieser Führung erleben. Und dann eben, wie gesagt, kümmere ich mich eben auch um Menschen Ü 60, 70, 80, sodass die auch, also was jetzt immer mehr und mehr meine Zielgruppe ist. Und das war gerade eine schöne Geschichte. Es kam eine Dame und sagte, ach Herr René, Sie haben mich geschminkt zur Silberhochzeit und zur goldenen Hochzeit. Jetzt habe ich eiserne Hochzeit. Und sie war schon 90 und sagte, ich möchte noch einmal so geschminkt werden mit allem drum und dran, Wimpern. Und ich sagte, ja, das ist richtig. Ja, ich sagte, das machen wir, kommen Sie her. Und da habe ich sie ganz toll geschminkt, wie ein Hollywoodstar, also wie Sunset Boulevard aus dem Film, nochmal mit allem drum und dran. Und nachher sagte ich zu ihr, aber jetzt müssen Sie mir ein Geheimnis verraten. Wie kann man eiserne Hochzeit feiern? Und das sind ja so viele Jahrzehnte immer mit demselben Mann. Was braucht man dafür? Und da hat sie gesagt, eiserne Nerven. Ich finde, es war köstlich, ja. Und deshalb hat es mir so viel Freude gemacht. Sie war so glücklich, einfach noch einmal in diese Welt einzutauchen und zu sagen, ja, der ganze Glamour, das gönne ich mir nochmal. Und so kann ich nur allen sagen, Seniorinnen, Senioren oder die uns zuschauen oder zuhören. Ja. Udo Balz sagt immer, das Leben ist keine Generalprobe. Also, wenn wir es jetzt machen, nicht machen, wann wollen Sie es machen? Im nächsten Leben? Da ist es zu spät. Also, nochmal kommen, schön Make-up machen, schönes Kleid nochmal sich kaufen, schöne Seminare hier besuchen oder bei sich zum Sport gehen oder sich zum Kaffeekränzchen treffen. Nicht Udo Jürgens hier, die Tochter von Udo Jürgens, so eine Freundin von mir. Also mit 66 Jahren, da fängt das Leben an oder bitte mit Sahne. Also, ja, genießen wir doch. Das Leben, und das ist mein Motto, nicht Anti-Aging, Happy Aging. Merkt euch das alle und werdet wie ich ein Happy Ager. Welches war das schönste Kompliment, das man Ihnen gemacht hat? Ich habe immer das Schönste, nicht meiner Person, ich bin nicht personenbezogen. Ich bin nicht so, dass ich sage, jemand muss sagen, ich sehe toll aus und ich muss, wenn jemand meine Arbeit lobt oder wenn jemand sagt, das hast du schön gemacht. Und ich weiß, ich hatte eine Frau, die war schwerst verbrannt, eine Berlinerin, der gehörte übrigens der Cäcilienhof in Potsdam, das Hotel. Bei einem Weihnachtsbaumbrand ist sie total verbrannt und lange auf der Intensivstation gelegen. Und der Professor rief mich an und sagte, können Sie nicht, und jetzt haben wir 30 Operationen und die Frau muss noch einmal jetzt noch mit Camouflage den Alltag auch schön erleben. Und sie war eine so schicke Frau, immer groß geschminkt. Und ich habe gesagt, ja natürlich können Sie sich schminken. Warum? Nur weil das jetzt verbrannt ist. Wir gucken, dass wir das hinkriegen. Rote Lippen, Wimpern, Lidstrich, alles. Und als wir nach Hause kamen zu ihr und der kleine Sohn, 5, 6 Jahre, machte die Tür auf und hat gesagt,
Mama, jetzt bist du wieder schön. Und da haben alle geweint. Das ist ein Kompliment für mich. Ja. Ja, weil das Kind wusste ja nicht, musste mir ja mich nicht adorieren, sondern das war so aus dem Bauch heraus. Und es war so wunderschön. Also wir haben alle geheult und uns in die Arme gelegen. Und der Kleine wusste gar nicht, was ihm ist. Aber wie er sagte, Mama, jetzt bist du wieder schön. Ja, das war's. Auf was könnten Sie nicht verzichten? Naja, ich bin eigentlich jemand, der gut verzichten kann. Also die Kneb konnte zum Beispiel nie verzichten. Drei Dinge, sagte sie immer, die machen mich glücklich. Der Dom Pérignon, also Champagner, eine Packung Marlboro und eine Schälchen Kaviar. Das waren die drei Dinge, wo man Hilde mit glücklich machen kann. Mich kann man mit einem Buch glücklich machen. Hier sind ja auch viele Bücher. Ich habe hunderte von Büchern. Ich bin eine Leseratte. Lese gerne, lese viel. Das fängt bei den alten Philosophen an. Das sind die Diven, alle Biografien dieser tollen Frauen. Das sind Kosmetikbücher, das sind Ernährungsgeschichten über Ayurveda. Also ich kann in keinem Buchladen gehen. Oder neuerdings bestelle ich natürlich auch pausenlos Bücher im Netz. Also ich habe so viel Geld ausgegeben für Bücher und wenn mir jemand Freude machen will, ist immer mit einem Buch macht man mir immer eine Freude. Und ich selber habe ja auch 14 Bücher geschrieben, also auch mein Wissen weitergegeben. Aber und ich gebe viel Geld aus für gutes Essen. Also ich gebe gerne Geld aus für gutes Essen. Also Fast Food kenne ich eigentlich gar nicht gut. Wenn wir beim Film manchmal arbeiten, es geht bis in die Nacht und dann kommt da eine Platte mit Brötchen und so, und dann greift man zu. Aber das ist ja dann auch eine Sünde und das weiß ich auch. Dann faste ich wieder am nächsten Tag. Ich mache ja dieses Intervallfasten, also 12 oder 16 Stunden dann nichts essen. Aber, und wenn ich wirklich mal sündige, es kommt vor, ich gebe es zu. Kommt vor, ja. Dann müssen es die Champagner-Trüffel von Leisefer sein. Aber dann esse ich den ganzen Karton auf einen Schlag. Ja. Das kommt ein-, zweimal im Jahr vor. Aber dann weiß ich auch, dass ich es bereue. Aber dann geht es nicht anders. Herr Kopp, mit welchen Menschen kommen Sie nicht gut aus? Also sagen wir mal, ich komme mit Menschen nicht gut aus, die eben so herrschsüchtig sind und auch immer alles besser wissen und auch gar nicht bereit sind, auch mal eine andere Meinung oder mal zuzuhören oder mal darüber zu diskutieren. Streiten, ja. Ich finde, das gehört dazu. Aber es gibt Menschen, die dann so festgefahren sind und sagen, das ist das Nonplusultra. Ich habe quasi die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich lehne sie auch nicht ab, aber ich versuche eben zu reden und mit Humor. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben mit Humor gemacht und es gibt ein schönes Kapitel in meinem Buch, das heißt, ich habe mehr gelacht im Leben als geweint. Ja, Lachen ist so wichtig, weil die Gesichtsmuskulatur wird dadurch so bearbeitet, das ist wie ein Facelift. Also Lachen ist ganz, ganz wichtig und es strafft, das ist ja der Wangenheber, das nennt man Wangenheber und erhebt die Wangen und gibt Glückssignale ans Gehirn und deshalb ist es manchmal, deshalb wenn alle so lachen, es steckt ja auch an Lachen, nicht? Genau, und dann lachen alle und Robert Kreis, ja mein wunderbarer Entertainer, wenn der den Lachfoxtrott spielt, und das ganze Theater dann, ha, 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 und alle lachen mit und plötzlich geht die durch die ganzen Reihen. Und die Leute gehen so raus und man sollte ab und zu auch lachen, einfach nur so, denn der Wangenheber signalisiert dem Gehirn, freu dich, lache, nicht? Und gut, Frau Merkel hat im Moment nicht viel zu lachen und der Wangenheber ist bei ihr nicht so aktiv, wie man sehen kann. Aber ich kann ihr nur den Rat geben, einfach mal ja, Wangen heben, lachen. Lachen und weinen, Sex im Alter. Sex im Alter, ja, warum intensiver? Nicht? Intensiver?
so wie man kann. Nicht? Also es geht ja nicht so, ich kann ja jetzt halt einem, der schon drei Herzinfarkte hat, nicht sagen, du musst noch dreimal in der Nacht einen Orgasmus haben. Ja. Das geht nicht. Jeder so, wie er kann. Der eine noch ganz intensiv, der andere vielleicht zart und zärtlich, der andere vielleicht beim Glas Rotwein streicheln, der andere sagt, nee, wir machen noch die heiße Nummer. Ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Und ich für mich kann nur sagen, ja, natürlich, 75, ich bin ja noch nicht tot. Herr Koch, eine Anfrage von Carmen. Was macht man mit Falten um den Mund mit 73 Jahren? Gibt es dafür eine Creme? Ja, natürlich, es gibt verschiedene Dinge. Also, das Erste ist erstmal, Frauen haben ja viel mehr Fältchen um den Mund rum wie Männer. Das können wir alle in unserem eigenen Umfeld beobachten. Und Frauen machen einen großen Fehler. Und das habe ich so oft gezeigt. Ich zeige es jetzt mal hier bei mir an der Kaffeetasse. Guck mal. Frauen machen, wenn sie Kaffee trinken, wenn sie rauchen, immer ein Schnütchen. Also so. Schnütchen. Männer machen das nicht. Männer trinken so Kaffee. Die rauchen auch so. Frauen immer schnütschen. Und wenn Frauen immer schnütschen machen und das ewig, mit 73 macht sie vielleicht schon 50 Jahre schnütschen, deshalb einen Korken, Champagnerkorken oder Sekt in den Mund tun und sprechen. Der Mund ist ein Ringmuskel und der schnurrt dann zusammen. Ja, dann kann man da auch mit Hyaluron was machen, ja, aber wichtig beim Hyaluron, entweder einspritzen oder eben auftragen, aber dann muss es, wenn es von außen kommt, Hyaluron N sein, also niedermolekulares Hyaluron, was eben einfach tiefer eindringen kann. Also Lippenfältchen, die muss man kann sie bekämpfen und dann mit dem Lippenkonturenstift schön ausarbeiten. Also, es ist natürlich schwer, wenn man schon so viele Jahre eben erstmal kein Schnütchen mehr machen. Beim Trinken, beim Rauchen, keine Schnütchen. Das ist wichtig. Also es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und sie kann auch herkommen und zu unseren Seminaren und dann üben wir das auch. Ja, es gibt ja Gesichtstraining, nicht? Und deshalb ist es eben wichtig, dass der Korken in den Mund kommt, und dann kann man sprechen und dann kann man gar kein Schnütchen machen, weil der Korken ja den Mund, diesen Ringmuskel festhält. Stars, der Detlef aus Frankreich lässt fragen, wie war John Collins hinter der Kamera, also als Privatmensch? Wunderbar. John Collins war, ich habe sie mehrmals hier, also in Deutschland war, betreut und war auch mit ihr unterwegs und wir waren auch dann mit der Limousine von einer Stadt zu einer. Ich war mit ihr bei Thomas Gottschalk auch in der Sendung, als sie dann da bei Thomas Gottschalk aufgetreten ist. Sie ist vom Sternzeichen her ein Zwilling. Natürlich einfach. Doch, ja? Ganz einfach, lebensbejahend, lustig, fröhlich und immer wieder freundlich und schüttelt sich. Und da muss ich sagen, sie ist eine ganz, ganz tolle Frau und eben eine super Diva. Also da muss man sagen. Also. Und ich weiß noch, wie ich zu ihr gesagt habe, wie wir da mit der Limousine vorgefahren sind und die Fans standen. Und das war damals zu Denver-Zeiten. Und da habe ich noch zu ihr gesagt, du John, also in Englisch natürlich, ärger dich nicht, wenn jetzt vielleicht auch ein paar Buh rufen, weil das Crystal-Fans sind und die dich hassen, weil in der Rolle als Denver, sagt sie, yes, dear darling, I know, I'm the Denver Beast. I know, hat sie gesagt, ja, und dann, weil, ja, es gab ja immer für und wieder, die einen waren ja für das Beast und die anderen waren ja für Christel. Dann gibt es noch die Fraktion, die nicht trennen kann zwischen Schauspiel und Real. Ja, auch, ja. Nicht? Ja, aber wenn man so lange und so eine große Rolle spielt, wird man natürlich auch mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Aber John Collins war zauberhaft, ja. Und wir waren auch noch, ich weiß noch, wir waren zusammen in Baden-Baden, weil sie wollte unbedingt dann auf der Deutschland-Tournee, wollte sie sehen,
In Amerika lief Schwarzwaldklinik mit einem Riesenerfolg. Das hieß Black Forest, hieß die Sendung, ja, in Amerika. Ach, also ich muss dahin, wo Black Forest ist, ja. Und wir sind nach Baden-Baden dann gefahren und da wollte sie sehen, eben da die Schwarzwald, den Schwarzwald, Black Forest, ja. Also sie war sehr interessiert und auch immer unmodisch natürlich. Top. Herr Koch, Ihr Motto des Tages? Glück. Denn immer einfach den Tag nehmen, nicht sagen, ach, heute regnet's und ist alles furchtbar. Na, heute regnet's, dann wird gebügelt. Oder heute regnet's, dann gehe ich mit dem Schirm spazieren. Ich laufe ja auch viel. Ich laufe jeden Tag circa eine Stunde bis anderthalb Stunden ums ganze Viertel herum. Und wenn es regnet, mit Schirm oder im Sommer dann eben auch dann mit Sandalen. Also so immer dem Zeit entsprechend. Aber mein Motto des Tages ist eben, heute ist der Tag, an dem wir leben. Heute ist der Anfang und das Ziel. Und da habe ich in meinem Buch einen schönen Satz geschrieben und der heißt, lauf nicht anderen hinterher, glaub an dich, sei selber wer. Und das, finde ich, gebe ich allen mit auf den Weg. Und egal, ob die nun Kind sind, ob sie Teenager sind oder auf der Liebe, Suche der Liebe sind oder eine Seniorin oder ein Senior. Nee. Lauf nicht anderen hinterher, glaub an dich, sei selber wer. Und ich bin dankbar, dass es so weit ich gekommen bin, aber auch mit Blessuren. Also das ist ja nicht so, dass ich da ohne Blessuren, ich sage oft, meine Seele sieht aus wie ein Schweizer Käse mit Löchern. Gehört aber dazu. Ne? Gehört dazu. Ja, das ist es. Ich sage immer, ja, und Schweizer Käse schmeckt ja auch ganz gut.